Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Wir müssen zu Robin. Wir haben uns es doch überlegt, jetzt mal schon mal in die Tierzucht so langsam einzusteigen und einen Stall zu bauen. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt ein Hühnerstall wird oder so. Hallöchen, ah, da ist Sebastian. Oder heißt er Sebastian? Ich hoffe es mal. Hofgebäude errichten. Hühnerstall. 300 Holz, 100 Stein. Stall, 350 und Stein. Ja, da wäre unser Sauverdienst ist halt ziemlich weg. Brunnen. Na komm, wir fangen mal klein an. Wir machen mal einen Hühnerstall. Ein Gebäude bewegen. Also man kann es nach dem Bau noch bewegen anscheinend. Bauen. Wie groß ist denn das Teil? Also kann man es eigentlich auch drehen? Ich weiß nicht, ob man es drehen kann. Nö. Ja gut, da ist die Statue. Ich weiß nicht, ob das später noch wichtig ist. Sollte man die vielleicht nicht verbauen? Gut, ich würde sagen, ja gut, wenn wir es jetzt hier hin pfeffern, dann ist da. Wäre es eigentlich schön, aber. Ja, die blöde Truhe hier, die steht einfach im Weg. Schade, dass man die nicht bewegen kann. Und das soll man die hier hin? Ich lasse hier mal eine Lücke. Baue hier den Stall hin. So, jetzt ist da eine Baustelle. So, okay. Ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Hühnerstall zu arbeiten. Warum nicht heute schon? Naja, okay. Sie wird es schon machen. So. Ja, Demetrius, nee, ich will dir keinen Stein schenken. Wie läuft es so mit den bäuerlichen Geschäften? Ist es nicht bald die Nagenzeit jetzt? Ja, aber schon ziemlich rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es. Ach Quatsch, ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich friedlich ist, den ganzen Tag draußen mit Pflanzen zu verbringen. Ja, das hast du mich schon ein paar Mal gefragt, ne? Und ich lese es immer wieder vor, ich Trottel. Warte mal, das Holz. Das können wir wieder zurückpacken in die Truhe. Ja, da muss man halt immer gucken, dass man auch genug Steinmaterial und so dabei hat. Natürlich, Robin verkauft es auch, aber ja, warum kaufen? Ja, das Zeug auch leicht selber verdienen kann. Ist jetzt hier was in der Höhle? Nein. Nichts. Oh, es wird schon irgendwie noch was kommen. Warte mal, ich tue mal mir die Cola reinschütten. Ja, so viel Energie hat es nicht gebracht. Dann nehme ich mal das Ding auseinander. Klunk. So, hier wird dann gebaut. Haben die Katze heute schon gestreichelt, Leute, ja. Okay, was machen wir denn jetzt noch so mit dem angefangenen Tag? Das ist ja eine Sache. Ja, erstmal das Krempel weglegen. Hartholz. Stein und die Bienen erstmal. Nee. Holz, ja, genau. Und den Krempel, den packen wir einfach mal so in die Kiste. Ich könnte den jetzt beim Fischer verkaufen, ne? Tja. Viel Energie haben wir ja nimmer. Und eigentlich müsste ja noch ein bisschen. Naja, gut. Es ist eigentlich relativ schön hier. Ich lasse mir so ein bisschen Gras stehen, weil da muss ich sonst anpflanzen selber. Wenn es jetzt komplett wegsenst, dann ist nicht so sicher, ob da wieder Neues kommt. Aber ich glaube schon. Ah, da noch Stumpfe stehen lassen. Ich bin ja auch so ein Held. Ach, da ist wieder ein Teil ins Wasser gefallen. Das ist auch ein bisschen blöd. Bump. Ah, jetzt kann ich langsam Hartholz ja im Haus wieder abliefern. So, ich würde mal sagen, wir sind ja ziemlich erschöpft hier. Wir essen jetzt mal ein paar Lachsbeeren.
Ja. Ja. Ah, ich würde schon wieder gerne in die Mine gehen, aber es war jetzt ja öfters schon drin. So viel zu tun gibt es halt momentan auch nicht irgendwie. Das ist, naja. Oder gehen wir ein bisschen fischen noch? Hätte ich auch Bock wieder drauf. Gut, erstmal würde ich sagen, nein. Wir tun jetzt mal Hartholz abliefern gehen. So, in der Villa, in der alten. Gemeinschaftszentrum, okay. Ich sag immer wieder ein bisschen falsch, aber ja. Eigentlich hatte ich immer gedacht, das wäre das alte Rathaus erstmal am Anfang. Oh, das ist eine Narzisse. Was man jetzt alles findet am Weg, als man noch. Man muss alles nur ganz genau hinschauen, dass man sieht. Ich hätte die fast nicht gesehen. So, Hartholz, Hartholz, Hartholz. Das wollten die, glaube ich, da unten drin. Ja, hier bei dem Konstruktionsbündel. Bündel komplett. Was bekommen wir dafür? Brückenreparatur oder was? Nee. Ein Kohlebrennofen. Ja gut. Ich bin ja nicht sehr erbaut von dem Kohlebrennofen. Aber naja. Was passiert jetzt? Kommt noch eine Platte? Aha, ja, ich wusste es doch beim Tresor. Und da hinten kommt bestimmt auch noch eine Platte, weil das muss so sein. Also man hat da sehr viel zu tun. Und was muss man da machen? Aha, Bündel, Bündel, Bündel. Ja, da muss man nur einen Haufen Geld reinstecken. Belohnung, Busreparatur. Aha. Okay, heißt noch saumäßig viel Geld zu verdienen, ne? Und dann können wir später Bus fahren. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, wo man da hinkommt. Aber naja. Erstmal Geld verdienen, erstmal so viel haben. So schnell werden wir nicht mit dem Bus fahren. Und was macht er eigentlich er immer? Der steht immer hier und guckt da den Hund zu. Die Luft wird langsam wärmer. Ich bin aufgeregt. Ah, okay. Dann sei mal aufgeregt. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie unserer eine Bibliothek zu haben. Okay. Wenn du dich in einem Buch verlierst, vergiss schnell die Realität. Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Und die erzählt gerade nur das Gleiche. Ich mache da mal ein bisschen schneller hier. Da waren wir schon. So. Piep, 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 piep. So, wir können aber wieder da unten gucken, ob da noch was gewachsen ist. Weil da wächst ja bekanntlichermaßen immer wieder was Neues. Einfach mal so. Ja, ein was ist gewachsen. Ah ne, da unten noch viel mehr. Wow. Genial. Frühlingszwiebeln. So viele. Nicht schlecht, das sage ich doch nicht gern. Ich mag sie nicht, ne? Ich hol mir die einfach. So, warte mal. Und jetzt, ihr wisst, was kommt. Schmeiß die Leine aus. Ich möchte noch ein bisschen fischen. Lalalala. Treffer. Ui, wow, was ist denn das für ein Fisch? Ein Gotteslachs. Ah ja, warte mal, ich muss noch mal im Kalender gucken. Gut, heute hat keiner Geburtstag, also haben wir niemanden vergessen. Das wäre fatal. Wir haben schon das Blumenfest vergessen eigentlich, ich sage immer so. Ja, beziehungsweise ein bisschen verbaselt mit dem Termin, also mit der Zeit. Treffer. So, der Fisch bleibt. Was gibt's hier für einen Fisch? Eine Brasse. Maximum Power. Also ich habe jetzt noch nicht so wirklich hier gesehen, dass da jetzt was anderes kommt. Ich will die Truhe gern haben. Also das hat ja geheißen, je näher man da am Ufer ist, umso andere Fischen kommen da raus.
Ein Kaulbarsch. Ah, den können wir auch gebrauchen. Oh, ein Diamant. Und ein Rubin. Ah, was für. Zu spät für das Museum. Was für Gunther. Oder Günther? Oder Gunther? Er heißt Gunther, ja. So. Also irgendwie der Kohleofen, den wir jetzt da gekriegt haben, den finde ich total unnütze. Warum soll ich Holz verbraten für einen Haufen, für ein Stückchen Kohle? Das ist eigentlich nicht wirtschaftlich. So, Max. Hui. Ging aber schnell. So, fair. Noch ein Kaulbarsch. Dam-di-dam-di-dam. Ja, wie oft wir da jetzt ins Gemeinschaftscenter immer laufen, das ist auch nicht mehr feierlich. Ja, aber so langsam tragen wir halt die ganzen Sachen zusammen. Noch ein Kaulbarsch. Machen wir ein bisschen kürzer. Treffer. Truhe, warte mal. Ah. Erst mal den Fisch nochmal sichern hier. So, jetzt. Und was kriegt man? Eine Brasse. Und eine Geode. Wow. Wir schmeißen sowas weg. Oder warum ist sowas hier unten beim Fischteich drin hier? Ah, eine Grünalge. I change the position mal hier. So. Max. Ja, das ist halt auch dunkles Wasser. Also ich denke auch, das ist tiefenabhängig manchmal ist, ne? Wenn es von Fisch kommt. Und ein Kalbarsch. Neuer Rekord, okay. Gehen noch mal ein bisschen die Position wechseln. Mal daher. So. Das klappt doch wie am Schnürchen hier. Ja, manchmal doch nicht. Manchmal kann man sich dran nicht drauf verlassen. Noch eine Brasse. Guck mal, was hier gibt. Heißt ja, je näher, umso andere Fische kommen da. Dürfte jetzt eigentlich keine Brasse sein. Dürfte jetzt irgendwas anders sein. So. Ein Kaulbarsch. Und was ist in der Truhe? Kohle. Ja, gutes Harz schmeißen wir jetzt weg hier. Okay. Braucht man nicht. Ja, gut, dann. Würde ich mal sagen, wir legen das mal kurz ab hier. Lohnt sich ja nicht mit vollen Taschen da zu angeln. Genauso wenig mit vollen Taschen die Mine gehen, lohnt sich auch nicht. Da hat man immer nur Ärger, dann was drückt man weg und was nicht. Also am Fischtümpel, da bringt es gar nichts hier am hofeigenen Tümpel, weil da kriegt man nur Müll. Der Kohlebrennofen, naja, gut, will man jetzt sein, aber. Will ich mit dem Ding? Ich stelle einfach mal hier hin. Oh, nee, stopp, stopp, stopp. Ah, der tut mein Holz hier verbraten, sonst aus automatisch. Nee, der kommt hier nicht hin. Tja. Nee. Ich kann den ja einfach auch einlagern hier. So. Jetzt haben wir zwar 10 Holz verbraten, einfach mal so. Aber naja.
Holz. Was haben wir noch? Der Diamant kommt ins Museum. Dann können wir hier noch Kohle reinpacken. Sederkohle ist eigentlich ausreichend immer vorhanden. Und eigentlich können wir schon mal ein paar Fische in die Kiste schmeißen hier. Und das hier auch. Egal. Jetzt können wir noch ein bisschen angehen. Diesmal gehen wir an den See noch hier, da den großen mit dem Steg. Würde ich vorschlagen. Hier kommt ja manchmal so ein Händler an hier. Was kriegt man hier Schönes? Treffer. Ah, jetzt hält den Kaulbarsch. Ja, Mist. Schwarzbarsch. Aber ich kann mir ja noch mal hier unten am See welche rausholen. Kaulbarsche. Hui. Ah, da ist eine Truhe. Den Fisch hier wieder an die Hakenschnur nehmen, sozusagen. Und was haben wir? Ey, genial! Nochmal Golderz und Köder. Ja, das ist doch praktisch. So, jetzt hole ich mir aber nochmal unten am Fluss Kaulbarsche. Ja, jetzt würde ich wahrscheinlich keinen kriegen. Eine CD, ja. Die kann man auch recyceln. Treffer. Was bekommen wir denn? Das ist kein Kaulbarsch, oder? Ja, der Fisch, der macht es mir doch nicht ganz so leicht, ne? So. Brasse, naja. Kaulbarsch möchte ich nochmal haben. Jetzt kriege ich wahrscheinlich keinen mehr. Das ist immer so. Na komm. Put put. Na, Grünalge. Danke. Na, noch eine. Und jetzt? Schauen. Das ist auch spannend, was kommt. Ein Kaulbarsch, yes, perfekto Meter. Und wieder Max. Oh, ich bin langsam erschöpft. Da muss ich aufpassen. Es reicht vielleicht noch für einmal werfen. Eine Brasse. Ja, für einmal werfen reicht es noch. Ja, genau null. So, was haben wir denn? Das ist bestimmt wieder eine Brasse. Weil da nachts sieht man da eine nach der anderen raus. So, den Zeugs hier hängen wir an den Haken ran. Ja, das nimmt und nimmt nicht ab, ja, die ganze Ködergeschichte. Na, ich habe auch viel aus dem Käferfleisch rausgeholt mit den Ködern. So, und ich würde gern mal das Gold in unseren Ofen schmeißen. Und ja, den Kaulbarsch eventuell doch nochmal ins Gemeinschaftszentrum bringen. Ins Gemeindehaus kann man auch sagen. So. Gold. Die CD kann auch zerlegt werden. Das kann man noch essen, meinetwegen.
So, jetzt gehen wir noch geschwind Richtung Gemeinschaftshaus. Ah ja, komm, geh mal so rum. Spielt es auch keine Rolle. Der Weg ist trotzdem weit. Ich finde es halt wirklich schade, dass man einfach so vom Inventar aus das in das Haus reintun kann, obwohl man nachgucken kann. Nee, man muss halt da sein. Das ist ja gut. Einerseits ist ja auch logisch. Muss vor Ort sein, das hier abzuliefern. Das war gleich am Bulletin Board, also am Mitteilungsbrett. Ja, ich weiß, dass. Wie jetzt? Er kann das nicht anmachen hier. So. Nein. Was ist denn jetzt hier los? Ah, jetzt geht's. Manchmal ist es ein bisschen eigenartig. Wo brauchen wir den Fisch? Hier. Kaulbarsch. So, naja, Pilz und die Schnecke, die komische Nautilus-Schnecke da. Oder Muschel. Wird man alles noch kriegen. So. Na komm, wir gucken mal geschwind nochmal hier in den Saloon rein, wer da drin ist. Ja, die üblichen Gesichter. Er wieder. Er sagt wieder, bäh, geh weg oder so. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Ja, Dankeschön. Das Geschäft läuft in letzter Zeit etwas langsam. Du solltest deine Werkzeuge verbessern. Ich könnte das Geld gebrauchen. Ach ja. Du bist auch nur hinterm Geld her. Das finde ich aber nicht so toll. So, und sie will wieder ein Bier, oder? Ja, ich habe schon den ganzen Nachmittag auf dieses Getränk gefreut. Hey, aber du hast doch kein Geld. Das sagt dir auch 5 Stunden am Tag jetzt. Hey, du siehst aus, als könntest du ein Getränk vertragen. Willst du meins spendieren? Und du? Ich hoffe, du achtest bei deiner Arbeit auch auf die Umwelt. Das Ökosystem ist halt sehr empfindlich. Ja, da haben wir uns schon mal drüber erhalten. Weil ich das weiß, ein gutes Bauchgefühl. Okay. So, er geht. Ich gehe auch. Ah, da war ein Hasi. Uhr, naja, komm. Heute gehen wir frühzeitig ins Bett. Noch ein Hasi. Müssen sie ja nicht mal überspitzen hier. Auch wenn wir immer bisher Glück hatten jetzt mit der Zeit und so. So. Lalala. Okay. So. Das Gold dauert wahrscheinlich lang zum Brutzeln. Kann ich das eigentlich sortieren hier? Aha. Das ist seine Sortierung dafür. Alles klar. Ich möchte mein Inventar nicht sortieren, weil sonst ist es wahrscheinlich so, wie ich es nicht möchte. Ja, 23 Uhr. Ja, komm, ich gehe ins Bett. Ja. So, 26. Tag. Jetzt lassen wir unsere Abrechnung nochmal hier. So, okay. Auch ganz nett hier, die Fische hier. So. Nichts Neues, also kein Rangaufstieg. Aber unser Fortschritt wurde gespeichert. So. Ja, der Hahn hat gekräht auf dem Mist. Dann bleibt das Wetter so oder es ändert sich oder nicht. Ja, so ähnlich, nee. Kräht der Hahn auf dem Mist, bleibt das Wetter so wie es ist oder ja, so ähnlich. Ich krieg's nicht mehr hin. Ich konnte dir mal so ein paar Bauernweisheiten. Ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist, sowas, glaube ich, genau. Okay, da hat auf den Mist. Ändert sich das Wetter oder bleibt, wie es ist. Ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich laufe hier im Kreis und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal wieder. Euer Legolas. Tschüss.